Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Grad Eben in Thüringen. Wir sind gerade bei und ernten Hafer. Strom machen wir nicht. Ich glaube, das ist der Aufwand zu groß und der Verdienst zu gering. Ich würde nur Strom machen, wenn wir es für Tiere brauchen würden. Aber Tiere haben wir aktuell nicht. Der Kalker ist jetzt wieder voll. Müssen wir ganz schnell den zweiten aktivieren, damit er hinterherkommt. Das heißt auf gut Deutsch nachdenken, aushängen. Roter Fan heißt, ist ein Mod. Schneidwerk ist auch ein Mod. Es gibt nämlich kein Schneidwerk, der auch sonst. Jetzt rollt er mit Latte weg. Oh, ich habe ihn gekriegt. Mal ganz kurz C, G und X. Wenn wir ganz schnell hier anfangen. So. Dann ist der rechts. Wenn wir mal kurz laden. Erntefeld 60. Versatz rechts. Das passt. Letzte Bahn. Die aktiviert. Eins muss noch H-Plan automatisch. Das ist nichts. Einfahren. Aktiviert. Beim Aktivieren geht es nämlich darum, dass er den anderen nicht überfährt, sondern stehen bleibt. Das heißt, ich muss mit anderen auch mal gucken, ob das so ist. Bin mir nicht ganz so sicher. Ist glaube ich nicht der Fall. Aktiviert. Lässt er nämlich den anderen den Platz zum Nachfahren. Alles reif? Jups. Dann soll ja immer Pech haben. Wir werden mal schnell unseren Kalk reinfahren. Weil der wird nun gleich wieder kommen und seine Flure haben wollen. Von A 30.000 Liter. Müssen wir gleich noch eine neue Flure machen. Läuft ein bisschen laut. Ich kann weiter wegnehmen, geht auch. Oder ich laut reden. So, angekommen. Bremse rauskippen. Können wir gleich den Abfahrer einstellen hier. Oh, Unkraut ist Unkraut ohne Ende und Frucht. So. Der fährt nun zurück. Jetzt geht das los. Abfahrer. Heißt Abfahrer. Mal gucken. Schauen. Laden. Außer Düngen. Ernte. Da haben wir Glück. Dass wir einen haben.
Mit 12 haben wir, glaube ich, gar keinen. Oder haben doch. Wieder mal zurück. Das wird nicht stimmen. Wir haben ein neues Silo. Das heißt, wir müssen den alten mal löschen. Das heißt, wir müssen den auch löschen und so. Und neu einfahren. Das heißt, hier wenn man ganz kurz. Und das geht auch ganz schlecht, der LKW steht drauf. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz dahin switchen. Gebe über die Karte. Besuchen wir die Tankstelle mal. Sprinten wir mal. Gut, das klappt. Oh, da kann ja wieder voll. Oh, Junge, geht ja los hier. Ja, fleißig. Aber kalken brauchen wir zum Glück nicht so oft. Da hier in dritten Ernte wird gekalkt. Komm nicht hinterher. Ein ganz wilder Fahrer. So, wir brauchen noch eine Flure Kalk, denn das reicht nicht. Lassen wir mal arbeiten. Dauert ja eine Weile. Und wir werden mal gleich den Überführungskurs einfahren. Und zwar. Ich werde aber immer den Beil leer machen, dann fahren wir eh ein mit Last. So, mit Gas geben, ne? Haben wir noch Kaffee? Ja, haben wir noch. Montag nur eine Folge. Weil ich ja nicht alle arbeiten müsst, könnt ihr nicht mehr schauen. Am Montag auch wenig Zeit. Obwohl morgen werde ich bearbeiten und später vielleicht hochladen und nebenbei kann ich dann schauen beim einen oder anderen. Ich glaube, der fährt dann gleich weiter. Da müssen wir aufpassen. Gerade so. Gut, dann lässt mir das voll fahren. Das ist gut. Ich habe eingestellt, dass er nicht mit Umbruch fährt. Kann auch sein, am Feldrand, dass es nicht entsprechend so ist. Ich habe Zeit gedrückt, ne? Wie immer. Das kann man auch nicht erkennen. Das heißt, wir haben schon ein bisschen gearbeitet. Wir werden noch 10 Minuten. 10 Minuten noch. Das habe ich befürchtet. Und ich nach. Böser Junge. Ganz, ganz böse. Ich bin beinahe so geahnt. Aber, dass er mir trotzdem reinfährt. Unmöglich. Haben wir noch einen zweiten?
Wirst du auch gleich voll sein? Ja, logisch, ne? Anzeige oben links. Ja. 23%, 24%. Kommt der weiter mit als der andere? Also nicht logischerweise. Ist er weniger Trag oder ist er schmaler gefahren? Ja, der fährt weiter, hab ich geahnt. Da vorne voll? Nee. Ah, hinten noch rein. Sehen wir nix. Zu schnell. Bisschen Tempomat einstellen. Kalk. 8000 Kalk. 8500. Und hier vorne ein bisschen noch wegnehmen. Ha! Der Baum ist ja weg, ne? Ja, gut. Das war richtig gut. Und das wird jetzt nicht. Hier steht eine Hundehütte. Das gucken wir uns mal an, ob hier Bello ist und meldet. Nee. Das ist eher so eine Garage, so eine Schuppen. Aber sah auch ein Traktor so klein aus, ne? Könnte ihr Ding gewesen sein, na gut. Doch nicht. Doch, ich dachte, er wäre eine Hundehütte gewesen. Großer Hund. Ja, der Baum war richtig, richtig einfach gewesen, den wegzunehmen. Jetzt gibt es keine Probleme mehr. Und normalerweise sollten die beiden sich nicht über den Haufen fahren. Na gut. Der Rotor hat gestoppt. Nehmen wir noch ein bisschen was ab. Hat er mit mehr Vorlauf gekriegt. Kann man ja um die Ecke her genau den Kurs einfahren. Wenn wir Langeweile haben, können wir dann das entsprechend machen lassen. Genau, wenn es klappt. Nicht garantiert. Wir haben jetzt 16:30 Uhr. Die fünfte Folge, die ich jetzt aufnehme. Fünfte Folge. Montag. Jetzt gehen noch 4 Folgen aus. Aber ich muss ja nicht alle heute machen. Ne? Ich kann ja natürlich auch morgen noch mal aufnehmen. Aber wenn wir schon mal dabei sind. Ne? So. Starten wir mal hier. Ne? Das ist mal ganz gut. Hier auf die Straße. Wir müssen bald 2 Fahrzeuge haben. Ich wollte gerade gucken, aber das Fahren ist schlecht.
tatsächlich nichts, das ist typisch. Das machen wir noch neu. Das lohnt sich jetzt nicht, da zurückzufahren. Geht's mal hier hoch. Einmal neu. Dann werden wir gleich in Ansicht nehmen. Die Kurverei ist da von außen ungünstig. So. Beginnen. Das war so lange wie gestehen. Wer das Fahrrad machen, ist mir ungünstig. Mit dem Fall suchen und dann nebenbei fahren. Dann geht das gerade in die Büchse. Aber mit zwei Fahrzeugen wird das hier sowieso nichts. Dann müsste ich höchstens anders fahren. Über die Wiese. Das ist ungünstig. Wir können lieber warten. Dann müsste ich hier rechts hochfahren und dann links an der Ecke zurück. Ah, das ist umständlich. So, weil wir den Kurs eingefahren haben, werden wir gleich näher nochmal Kalb nachfüllen. Können wir dann wieder Geld verdienen für, ja, für nächste Tätigkeiten, ne? Brauchen wir Dünger nachher und Saatgut. Da werden wir nicht lange rauskommen mit. Ja, und BGH, die läuft schon eine Weile. Wieder Außenansicht machen, damit wir sehen können, wo wir auskippen müssen. Obwohl, das sehen wir auch so. Da ist er ja. Abladepunkt. Wir sind gerade das erste Hänger, der leer gemacht werden will. Und machen gleich einen zweiten Hänger. Auf G. Zeigt ja nichts an. Den auch. Und beides leer machen, ne? Mit der Hafen Silo. So, liebe Fahrradschaft, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like und über ein Abo. Ich sage schon mal Danke. Dann sage ich Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis. Ich hoffe, zum Morgen, ne? Ciao, ciao.